ganz bestimmten Moment im OP. Vor allem dann, wenn es mit einem Patienten bergab geht. Man arbeitet so konzentriert, dass man sich selbst vergisst. Man vergisst all seine Probleme, seine Beziehungen, seine Karriereziele, seine Ängste. All das schwindet aus dem Gedächtnis. Es geht nicht mal mehr um dich und deinen Patienten. Hattest du Schmerzen? Das Schlimmste war zu wissen, dass sie mich falsch behandeln. Ich wollte dich nicht verlassen. Aber an einem bestimmten Zeitpunkt wusste ich... Ich war im Krankenhaus. Ich weiß. Konntest du mich hören? Naja, nicht mit den Ohren. Du hast mir damals erlaubt zu gehen. Hast mir gesagt, es ist okay. Du hast es verstanden. Dir verdanke ich, dass ich in Ruhe und in Frieden einschlafen konnte. Ich möchte dir näher kommen. Du machst dir Sorgen um die Kinder, wenn du näher kommst. Werde ich nie gehen? Darauf läuft es hinaus. Dein Dad ist gestorben, als du noch jung warst. Und es hätte mich fast zugrunde gerichtet. Hat es aber nicht. Kinder überleben. Und zu kämpfen macht sie nur stärker. Manchmal. Manchmal macht es sie stärker und manchmal macht es sie zu Emilia. Es geht ihr übrigens richtig gut. Ich weiß. Und sie hat ihr Baby Scout genannt. Ja, ich weiß. Hast du die letzten, sagen wir, 1-2 Jahre gesehen? Ja. War das hart für dich, Derek? Es ist härter, wenn ich sehe, dass du einsam bist. Ich würde ja sagen, du bist wunderschön, aber es würde nicht genügen. Dann sag einfach innerlich schön. Das will ich immer von Sola hören. Die wahre Schönheit kommt von innen. Du bist innerlich schön, Meredith Grey. Was ist los? Alles in Ordnung? Ja, alles unverändert. Was? Warum hast du Sola hergebracht? Ich habe mich überzeugen lassen. Oh mein Gott. Ich kann nicht atmen. Oh. Emilia, entschuldige, du warst im OP. Ich hätte es dir sagen sollen. Ich will, dass sie lebt. Ich will, dass sie lebt. Wenn die Chirurgie das Einzige ist, das man hat, egal wie gut man ist, wird man letztendlich daran zerbrechen. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Hier gibt es keinen Schmerz. Ich bin so müde, Derek. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Unsere Kinder brauchen dich. Du musst gehen. Alice kriegt jede Nacht den Namen. So wie ich immer in deins gekrochen bin. Am Anfang fand ich es nervig, aber jetzt nicht mehr. Ich habe ihr gesagt, sie darf von mir aus jede Nacht in mein Bett kriechen. Und manchmal kommt dann auch Bailey noch dazu. Aber er schläft auf Kissen auf dem Boden. Ich achte immer darauf, dass er gut zugedeckt ist. Das ist so lieb von dir, so. Mami!